Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres neuen Formates und zwar The Pile of Future Glory. Und ja, wie schon gesagt, ich bin diesmal an der Reihe und ja, aber zuvor haben wir noch eine kleine Info für euch, denn wie habt ihr gewotet, ne? Zu Bennys Pile of Future Glory. Ja, da gucken wir mal. Zu letzter Woche, Dennis. Tja, unsere Liste, fangen wir mal mit Platz 3 an. Das war Newdale mit 3 Nennungen, Crystal Palace mit 4 Nennungen und 5 Nennungen hat Yokohama. Ja, Glückwunsch, Benny. Dann wird's wohl Istanbul, das Expertenspiel, aka Yokohama. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Genau, ist auf alle Fälle eine gute Wahl. Ist eine gute Wahl, ja. Ich nominiere als Mitspieler Dennis. Ah, ja, vermutlich. Ja, ich denke auch, dass ich da wohl dabei sein werde. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, gut. Ja, und Flo hat ja schon die Entscheidung der Zuschauer entsprechend untermauert und bekräftigt, dass es eine gute Wahl ist. Und insofern freue ich mich richtig drauf. Sehr gut. Wenn du Regelfragen hast, sag einfach Bescheid. Werde ich. Das ist natürlich immer Aber gut. Jetzt... Dennis, jetzt ist natürlich die große Preisfrage, was hast du jetzt heute für uns Schönes hier bereitgelegt und bist du bereit? Ja, ganz kurz ich bin noch bereit. Wir hatten noch eine Info, genau, Dennis, hau rein. Genau. Ja, wir haben natürlich in einigen Kommentaren gesehen, dass wir recht lange mit unserem Pile of Future Glory Format hier unterwegs waren, also knapp eine Stunde, glaube ich. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt quasi die 20 Titel versuchen durchzubekommen, ja, und nicht über die Stunde zu kommen. Und dann die nächsten Formate oder beziehungsweise die nächsten Folgen werden wir dann auf 15 oder 10 Spiele, das können wir dann noch schauen, da können wir noch mal ein Voting machen. Also wir haben euch gehört, so ist es nicht. Ja. Genau, also ich mache dann das nächste Mal auch noch mal 20 und lasst uns einfach in den Kommentaren wissen, was ihr für eine gute Zahl haltet, ob es jetzt 10, 15 sind oder vielleicht sollen wir tatsächlich einfach mit 20 weitermachen. Ja, richtig. Was wir auf jeden Fall machen, ist am Schluss alle Titel nennen, damit ihr nochmal sehen könnt, was da alles genannt wurde, aber nicht vorspulen. Genau, und Dennis macht ein schönes Bildchen seiner Titel und das werden wir dann in Zukunft beibehalten, um euch nochmal alle Spiele quasi entsprechend schön einzublenden, weil das ist was uns das letzte Mal definitiv durch die Lappen gegangen ist. Also ihr seht, das Format ist im Fluss und soll sich auch noch über die nächsten Folgen und Episoden weiterentwickeln und deswegen scheut euch nicht und schreibt Anmerkungen und Wünsche gerne in die Kommentare. Ja, da würde ich sagen, aber jetzt? Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen an mit meinem ersten Titel. Und zwar habe ich da ein Regelvideo gemacht und das Spiel aber irgendwie noch nicht gespielt. Und zwar ist es Alice-matic Heroes von Boardgamebox. Ja, es ist im Anime-Stil und Alice ist natürlich das Thema. Ich finde Alice im Wunderland immer ganz toll. Wenn man das Board anguckt, kriegt man erstmal einen Schock, weil da hier sehr bunt ist und man erkennt da nicht so viel. Aber ich fand diese Idee mit diesem, dass man die Karten ausspielt, je nachdem wie viele Karten da sind, zum Beispiel 3, kann man auch eine andere Karte mit der Energie 3 ausspielen. Ja? Also das heißt, ich kann am Anfang keine Dreier raushauen, sondern brauche erstmal wieder einen Pool, mit dem ich das Ganze aufbaue. Dann versucht man, also Area Control, die Gegend einzunehmen und die anderen wegzuscheuchen etc. Also ja, ich meine, es klingt auf jeden Fall interessant. Aber das Thema ist halt ein bisschen speziell, sag ich mal. Und ich sehe, ich habe es verkehrt rum. Der Klassiker. Wollte ich gerade sagen, Dennis steht Kopf. So, jetzt hier. Ja, wir hatten ja tatsächlich schon einen Spieleabend gemeinsam, wo du das Spiel dabei hattest und mir auch kurz quasi versucht hast, schmackhaft zu machen. Ja, ich weiß nicht. Das ist so die Art Cover, was mich gar nicht triggert. Aber das Spiel klingt eigentlich nicht uninteressant. Also das Cover ist gerade das, was mich total triggert. Ich bin mit Final Fantasy aufgewachsen und deswegen ist es, also das alleine finde ich schon mega cool. Ich habe auch schon mal was davon gehört, vielleicht bin ich mal über dein Video gestolpert, habe es mir aber dann nicht angeschaut. Also über das Spiel weiß ich tatsächlich auch überhaupt nichts, aber es schaut quietschbunt aus und ja, gucken wir mal. Ja, genau, also Alice-matic Heroes. Ein bunter Start. Richtig, ja, ein bunter Start. Mal gucken, wie ich das hier dann nach hinten schiebe. Es gibt nämlich so ein paar große Titel noch. Als nächstes habe ich, gehen wir mal zurück in die Zeit, ein Spiel, das vor kurzem hier eingetroffen ist, und zwar Back to the Future, Back in Time. Ja, vor kurzem wäre es auch fast dazu gekommen, dass wir es gespielt hätten, aber ja, leider nicht.
Und ja, natürlich Back to the Future, zurück in die Zukunft Thema. Wir versuchen, die Eltern von Marty McFly zusammenzubringen. Gleichzeitig fährt der DeLorean hier Richtung Rathaus. Und wir versuchen natürlich auch Biff abzuhalten, der uns ständig auf den Ömmel geben will. Und es ist halt mit Würfeln, ja, man spielt aber so ein Token, der dann sagt, welche Würfel man quasi würfeln muss. Und je nachdem, wo man steht oder was man macht, versucht man halt die Karten zu erfüllen, die zwei weiter zu bewegen, Biff wegzuhauen. Also immer quasi Reaktionen auf die jeweiligen Positionen. Ja, und jeder Charakter hat natürlich immer so ein bisschen was hier Spezielles. Und cool finde ich ja, dass dieses Bild hier ist, weiß nicht, ob man das sieht, dass das Foto sozusagen verschwindet, wenn man nicht aufpasst. Und dann ist quasi die Vergangenheit ausgelöscht oder Zukunft, wie man es nimmt. Ja, Back in Time. Fresh aus America. Ich dachte ja, das ist irgendwas mit dieser Filmreihe von, ich weiß, Kosmos. Oder wer hat Der Weiße Hai gemacht? Ja, es ist... Das ist, glaube ich, aus dem gleichen Studio. Wie heißen sie doch es gleich? Es ist Prospero Hall. Nicht drauf. Prospero Hall, genau. Genau, danke. Richtig. Schon, oder? Also irgendwas hat es damit zu tun. Und oben steht Funko Pop, oder was steht da im Eck oben? Prospero Hall und Funko Games ist es. Ja, ah, richtig. Okay. Also nicht direkt Ravensburger, aber die haben ja schon mit Prospero Hall eben Weiße Hai gemacht. Genau, die machen ja meistens Filmlizenzen. Groundhog Day ist ja auch davon. Genau. Und ja, das ist jetzt nicht dieses Dice Through Time, was bei Ravensburger kommt, wo man dann quasi die Würfel in verschiedene Reihen legt, sondern das ist jetzt quasi dieses, ja, auch ein Würfelspiel quasi, aber halt doch anders, ja. Muss man mal schauen. Auch spannend, ja. Ja, ist auf jeden Fall als Back to the Future Fan etwas, was ich mir nicht umsonst geholt habe. Und klar, es hat halt so diesen Walmart-Feeling. Die ganzen Spiele, die hier machen, fühlt sich so eine Mischung aus coolem Material, aber irgendwie auch nicht. Aber vom Thematischen her hat mich ja Groundhog Day so voll abgeholt, weil es halt super gepasst hat und noch ein gutes Spiel war. Mal sehen, wie es jetzt hier ist. Ja, dann... Und jetzt springen wir quasi direkt zurück in die Zukunft und zwar direkt zu eurer Entscheidung. Genau, machen wir nicht. Aber springen und der Call ist eigentlich nicht schlecht, weil wir gehen eher ins Adventure. Call to Adventure. Nice. Von Brotherwise Games, aber eigentlich von DLP war es, oder? Nee, das ist bei Asmodee erschienen. Asmodee? Und da kommt jetzt bei dir der Rollenspieler durch, oder? Ah, ja, stimmt. Asmodee, ja. Ha, super informiert. Ja, also ich finde schon mal diese Runen cool, ja, die da dabei sind, was mich ja bei Nagaraja auch fasziniert hat, dass man halt solche nicht nur einfach Würfel hat, sondern einfach diese Steine wirft. Und hier hat man auch diese Runen, die halt auf verschiedenen Seiten sozusagen ja, Effekte auslösen. Und man hat quasi drei... wie soll man das sagen, drei Lebenszeiten oder Zyklen, glaube ich, bei der man quasi im ersten versucht, das Abenteuer zu erleben, dann im zweiten und dritten. Und eigentlich geht es darum, dass man Sets aus Karten sich zusammensucht und je bessere Symbole man hat oder mehr von den Symbolen, desto mehr Runen kann man nehmen und versucht dann natürlich Aufgaben zu erledigen und so weiter und so fort. Also ja, ich fand das irgendwie interessant, dieses System, auch dass man die Karten oben und unten anlegt, dass man eben diese Runen wirft und ja, weiß ich, hat was irgendwie. Das, auch dieses Cover, ganz cool mit den Entscheidungen, ob man eher dunkle Sachen oder gute Sachen machen möchte. Je nachdem, was man dann tut, wird man dann, ja, kriegt man vielleicht Nachteile oder bestraft durch Punkte eben. Ja, also sehr interessant. Aber was ist das, was ist so die treibende Mechanik dahinter? Ist es ein Storytelling-Spiel oder ist es ein Deckbuilder oder... Weißt du es irgendwie? Ja, es ist halt mehr, dass du versuchst, Karten vor dir quasi ein Set, nein, nicht Set, aber du versuchst halt Karten anzulegen und hier sieht man das so schlecht. Und dann je nachdem eben, welche Symbole du mehrfach hast, kannst du dann halt für das Schaffen der weiteren und schwierigeren Aufgaben dann bessere Würfe dadurch quasi erzielen, sag ich mal. Mhm. Aber ja, du hast halt quasi so eine Story, ja, du läufst jetzt da durch, dann warst du ein Bettler und bist halt jetzt irgendwas. Also ich glaube, der Story-Aspekt ist hier nicht so groß, es ist jetzt nicht wirklich ein Rollenspiel, sondern eher versuchst du halt, ja, diese Punkte dadurch zu machen, die guten Karten zu bekommen, um weiter zu, ja, voranzukommen. Ja, und ich sehe auch, es ist ein kooperatives Spiel. Ja, genau, nee. Okay. Ja. Steht hier auf BoardGameGeek. Es ist kooperativ spielbar, aber eigentlich ist es, glaube ich, nicht kooperativ, so viel ich weiß. Spannend, okay.
Ich ihr könnt gegeneinander antreten oder kooperativ gegen das Spiel, aber auch solo, genau. Also ich habe es bisher nur betrachtet in der Gegenvariante, aber ja, Koop geht's auch. Ja, sag mal, Dennis, alter Koop. Dennis, hast du deine Spiele nach irgendwas sortiert? Wieso? Alphabetisch. Nee, nur eine Frage, keine Ahnung. Ja, tatsächlich alphabetisch. Hero A, okay. In Time B und jetzt C, Call to Adventure. Und wir machen jetzt weiter mit D. Nee, genau, wir bleiben sehr lange noch bei C. Das wäre doch eine coole Idee für ein Gewinnspiel, dass wir Listen machen und die Leute müssen dann raten, wie sie sortiert waren. Ja, das können wir eigentlich machen. Dann müssen wir das aber jetzt rausschneiden. Ja. Aber genau. du vergisst, ich bin der Meister der Schätzspiele. Bei mir sind dann die Spiele immer nach Gewicht sortiert. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, als nächstes haben wir ein düsteres Spiel. Nein, nur von der Optik her. Denn es geht in die Prohibition. Capone. Von Eldorado Games, auch ein Kickstarter. The Business of Prohibition. Das hat mich irgendwie fasziniert, natürlich vom Material her, aber auch von der Idee, dass man dann quasi versucht, die verschiedenen Alkoholsachen hier in seinen Laden zu bringen. Ja, man hat hier den Truck, man hat hier einen Beat-Mechanismus, ja, man bietet sozusagen auf den Truck und wer den bekommt, der stellt dann seine Flaschen dort aus und versucht die aber dann an die Leute wieder zu verkaufen. Denn man versucht hier auch Set Collection, man hat Kunden, die in die Bar kommen und dann sozusagen hinter dem Schirm halt. Ja, und der andere will drei Wodka, der andere will Rum irgendwas. Und dann will man natürlich diese Flaschen haben, die der andere sich jetzt gerade von dem Überfall des Truckers sozusagen geholt hat. Und der will natürlich auch wieder die Flaschen loswerden, denn sind es mehr als 10, kommt Capone und macht hier erstmal Ärger. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht, dass man so, also es geht hauptsächlich ums Bieten. Komischerweise ist das ja eigentlich auch nicht so ein Mechanismus für mich. Aber ich fand das irgendwie ganz cool gemacht, dass man halt versucht, seine Leute zu bedienen und da was rauszuholen und hier vielleicht noch was zu spielen, dem anderen was in die Suppe zu spucken. Also fand ich irgendwie ganz cool und Capone ist auch immer ein ganz nettes Thema. Jetzt gib's doch einfach zu. Du hast dich durch Material und durchs Thema eigentlich dazu hinreißen lassen, den Kickstarter mitzumachen. Ich erinnere mich so an dein Unboxing und hier epischer Truck und Fläschchen rein und hast du nicht gesehen. Das war doch der Grund, oder? Ja, hauptsächlich, ja. Aber ich fand es halt von der Idee, dass es nicht einfach nur, ja, ich biete jetzt, weil ich der Höchste bin, weil, wie gesagt, was man halt so beim Bieten macht. Aber dieses, dass man dann trotzdem noch mit den Leuten interagiert, die ganze Zeit. Also, ich kaufe dir was. Ah, willst du das kaufen? Hier, willst du für drei das? Nö, aber ich gebe dir vielleicht die Karte noch dazu. Ja, also, man ist die ganze Zeit in Kommunikation. Das ist kein Multiplayer Solitär, sondern wirklich die nonstop versucht man mit den Leuten Geschäfte zu machen. Und das fand ich halt irgendwie cool. Hm. Ja. Ja. Capone. Metal Coins. Deswegen ist das Ding so schwer. Aber das ist nicht die größte Box, die es hier gibt. Wir machen weiter mit. Oh mein Gott, ja. Mit einem sehr großen Spiel. Nicht ganz. Eines der größten Spiele. Nicht das größte, aber Cleopatra. And the Society of Architects. Dafür habe ich trainiert. Ups, ja. Auch ein Kickstarter. Ja, das ist auch ein Kickstarter. Und zwar Bruno Catala und Ludovic Montblanc haben mitgemacht. Und Miguel Coimbra hat das Redesign gemacht. Weil das ist ein Spiel, das es schon vor längerer Zeit mal gab. Und die haben jetzt quasi die Kickstarter-Version noch hier und da ein paar Sachen verändert. Und von Mojito Studios. Und ja, was geht es? Wir haben Cleopatra. Ihr könnt auch mal vielleicht das Unboxing anschauen, da sieht man auch das Ding aufgebaut, sehr viel Plastik, aber ganz interessant gemacht, dass man quasi versucht, mithilft, den Palast zu bauen, während Cleopatra auf dem Weg in die Mitte des Palastes ist. Und man versucht halt, wie gesagt, die Ressourcen zu bekommen, versucht auch mal Leute zu bestechen und man darf halt nicht zu korrupt werden, weil das kriegt man dann am Ende natürlich dann wieder heimgezahlt und dann kann man hier oben noch solche Plättchen anlegen, um den Gartenpalast irgendwie dann noch so ein bisschen zu gestalten, weil man dann wieder die Korruption aufhebt, glaube ich. Und ja, das ist irgendwie ganz schön gemacht. Und man hat auch diese Skarabäen-Tokens hier. Und es soll wohl ein ganz interessantes, dieses River-System. Ja, wenn man den hier zum Beispiel möchte, dann ist der hier günstig, aber wenn man den genommen hat und seine Aktion durchgeführt hat, wird er wieder ganz teuer. Das heißt, man muss sich immer überlegen, warte ich noch ein bisschen, bis die anderen vielleicht irgendwas tun.
Und jetzt wird der Arm schwer. Also ich fand es halt klar, das ist ja wieder so Materialschlacht. Ob das Spiel jetzt halt wirklich gut ist, weiß man natürlich nie, deswegen haben wir es ja hier. Aber wie gesagt, Bruno Català hat ja auch sehr viel mal Familien. Also das ist jetzt, glaube ich, kein Expertenspiel, sondern das ist halt mehr so auf der Familie, vielleicht Familie Plus Ebene, ich weiß nicht genau, aber fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also Board Game Geek sagt Komplexität 2,25. Mhm. Darf ich fragen, was du dafür gezahlt hast? Oh Gott, über Preise also, reden wir nicht. Nee, keine Ahnung, das war. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Bei Kickstarter. Ja, aber das ist ja krass, also das ist ja eine riesen Box und ich habe mir gerade Bilder hier angeschaut. Da ist ein ganzes Haus drinnen. Ja. Die große Preisfrage, die sich mir stellt, ist tatsächlich, wie groß sind die Unterschiede zwischen der ursprünglichen Version von 2006 und jetzt quasi dieser Deluxe-Version? Ja. Und braucht man letztendlich diese Deluxe-Version oder ist quasi das Spiel komplett gleich geblieben und man hat jetzt bloß gesagt, doch, da machen wir jetzt noch pornöses Material und ziehen den Leuten quasi 200 Öcken aus der Tasche? Das ist die gute Frage, das werde ich jetzt rausfinden, weil wenn mir das Spiel gefällt, dann finde ich es nicht so schlimm, weil es eigentlich ganz cool ist, zeige ich jetzt mal. Ja. Aber du musst es halt anmalen, gell, Dennis? Ja, wahrscheinlich. Das würde zumindest besser aussehen, ja. Ja, ja, also jedenfalls ein Brocken, wenn man hier auf den Tisch den ganzen Ding hier stellt, fang schon mal an zu schieben. Also alleine, also wenn man möchte, dass du Fitnessübungen machst, dann wählt man das Spiel, weil da musst du es nämlich öfter mal auf dem Regal heben. Danach kann ich wirklich ein paar Kilo heben. Aber genau, ja. Jetzt gehen wir tatsächlich mit D weiter. Fast wie mein Name, aber es hört dann doch beim dritten Buchstaben auf, und zwar Deranged. Ist auch ein Kickstarter gewesen, oder Schmiedetitel, und ich sehe schon hier, was auch immer das Problem ist, jetzt aktuell 3 bis 6 Spieler, ja, also 3 Leute mal hier wieder zusammentrommeln, ist bei Grimspire dann umgesetzt worden, und es hat mich so ein bisschen tatsächlich an die Arkham-Spiele erinnert, weil das Board auch so aussieht, ja, dass man, wenn man da so rumläuft und quasi die verschiedenen Orte erkundet und man hat auch quasi diese Charaktere, versucht dann auch diese Symbole auszuspielen, um halt an bestimmte Stellen zu kommen, um dort Sachen aufzudecken und Gegenstände zu suchen. Interessant ist aber, dass man quasi in der Nachtphase auch zum Monster werden kann. Und wenn man das Monster wird, dann jagt man sozusagen die anderen. Und die müssen wieder, glaube ich, eine Kerze entzünden oder irgendwas müssen zumindest machen, damit der wieder normal wird. Und ansonsten kann er nämlich auch nicht gewinnen, aber... Ja, das ist, ich finde es eigentlich sehr, sehr cool gemacht von der Idee her und vom Design fand ich es auch sehr spannend. Also, ist auf jeden Fall sehr speziell und das, wie gesagt, fand ich ganz lese cool. Zwei Stichworte, die mich ein bisschen triggern. Und zwar lese ich semi-kooperativ. Genau. Und ich lese includes Deckbuilding. Inwieweit, weißt du, inwieweit das Spiel tatsächlich ein Deckbuilding-Element drin hat? Da bin ich mir jetzt tatsächlich gerade nicht mehr sicher. Weil ich musste tatsächlich direkt, als ich jetzt gesehen habe, dass das Deckbuilding-Element wohl mit drin haben soll, laut Board Game Geek. Ja. Und wenn ich den Spielplan sehe, dann denke ich tatsächlich direkt an erster Stelle an so Spiele wie Klong und wie Few and Cursed. Ja. Und das ist ja nicht unbedingt jetzt mein Fall, mich deckbaumäßig irgendwo drüber zu bewegen. Dafür möchte ich ungern Deckbau verwenden. Deswegen die Frage, ob du was weißt. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Karten tatsächlich gezogen werden. Aber auf jeden Fall hat auch jeder so einen geheimen Auftrag, den er erfüllen möchte. Und ich weiß ja, wie das mit den Karten dazukommen ist. Ah, eins war noch, dass man die Karten auch gedreht hat, wenn man diese Kreatur dann ist. Dann hast du irgendwelche andere Werte drauf und so, das fand ich echt auch ganz spannend. Also ich muss sagen, dass das Spielfeld erinnert mich sehr zum Beispiel an die alten Spiele von Flying Frog Productions. Souls of Fortune oder irgendwie sowas. Genau. Also es schaut sehr, sehr oldschool aus vom Spielmaterial drinnen, aber das Cover, es schaut mega cool aus. Mhm. Ja. Also... Ja, semi-cooperative eben, genau. Unterschiedliche Rollen und geheime Ziele. Ja, so ist es halt. Aber ja, Deranged, sehr, sehr... Ja, schon mal nicht uninteressant, ja. Mhm. So, wo sind wir? Ja, jetzt kommt ein Spiel. 7. Spiel. Etwas älteres Semester. Wahrscheinlich kennt es auch keiner.
Und es ist auch lustig, wo ich es her habe. Und ich habe es halt einfach mal drauf gemacht, weil ich es so lange schon in meinem Dingsbums habe, weil ich es mal auf der Messe zu einem Schleuderpreis quasi erhalten habe. Und zwar ist das die letzten Tage von Atlantis. Und es ist tatsächlich von Heidelberg, Spielverlag noch. Und es geht natürlich um den Untergang von Atlantis. Hat lustigerweise auch wieder einen Beat-Mechanismus drin. Aber ich fand diese Rundkarte fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Und man versucht quasi durch geschicktes Kartenausspielen die Vorherrschaft im Senat zu bekommen, um dann bestimmte Aktionen auszuführen. Denn man möchte die ganzen Leute in die Schiffe transportieren und dann die Schiffe quasi an Land bringen. Und ja, da gibt es halt verschiedene Elemente mit dabei. Und wer halt, genau, über wer überlebt die Flucht von Atlantis? Fand ich ganz spannend. Vielleicht kann man das Bild auch mal ganz kurz rausholen. Das sieht ja echt oldschool aus. Das ist wirklich ein Riesenboard, aber ich fand das total. Das Board hat mich einfach fasziniert. Ja, runde Boards haben wir es, ja. Das finde ich auch cool. Das Design ist cool. Und ich glaube, ich habe dafür 6 Euro gezahlt oder ich weiß es gar nicht mehr. Das war wirklich so ein Rausverkauf. Habe auch gesehen, okay, das ist älter. Aber ja. Das ist amüsant. Das Spiel hat tatsächlich auf Board Game Geek, weil es interessant ja, wie es immer wieder für die Spieler ist, ranzuziehen, hat, da fehlen tatsächlich die Einträge für den Schwierigkeitsgrad, da fehlen die Einträge für die Spielzeit. Die Zeit, ja. Und da war ich jetzt doch ein bisschen überrascht, dass man auf Board Game Geek doch so ein, wie soll ich sagen, unvollständiges Profil trifft für ein Spiel von 2013. Das ist mit 8 Jahre alt. Ja, ist acht genau. Jahre alt. Ja, richtig. Genau, aber es schaut deutlich älter aus. Ja. Ja, also rein von der Aufmachung hätte ich das jetzt volle Kanne in den 90er Jahren gestellt. Ich glaube, es ist auch schon mal redesigned worden, das hier, meine ich. Ist vielleicht für den Heidelberg. Ja, es ist irgendwie ein polnisches oder russisches Spiel gewesen und das ist von 2011 gewesen. Also auch nicht so mega alt. Ja. Aber komischerweise hab ich das so von der Optik und von dem, wie man das Spiel quasi spielt, logischerweise, hat mich das irgendwie immer getriggert und ich habe es irgendwie noch nie aus meiner Sammlung rausgenommen, habe es aber auch noch nicht gespielt. Deswegen. Ja. Wie lange liegt es schon bei dir? 2018. Schon ordentlich. Ja, also es war mein erster Messebesuch. Ja. Genau. Ja. Ein Spiel, das man wahrscheinlich nicht kennt, aber da gibt es noch mal so eins. Ja, gut. Als nächstes haben wir wieder etwas Bekannteres. Und zwar geht es um Fische. Fresh Waterfly von Spielefable. Ja, früher mal mit dem Vater immer angeln gewesen. Ich meine jetzt kein Fliegenfischen, aber so ein bisschen so angeln. Manche einer sagt, das ist mega langweilig. Ich fand es eigentlich immer ganz witzig. Und da gab es immer Würstchen zum Essen. Das hab ich mich ja mal gefreut sonntags. Aber hier bei dem Spiel geht es darum, dass man auch versucht, diese Fische zu fangen und hat dann witzigerweise diese auch wirklich so eine Angelrute, nicht Angel, sondern eine Angelrolle und versucht dann quasi auf dieser Rolle sind diese Aktionen, wie viel man oder was man einstellen muss sozusagen, um den Fisch an Land zu ziehen. Also thematisch, man versucht halt weiter zu drehen, versucht den Fisch ein bisschen hier stärker, die Schnur, also diese ganzen Elemente quasi, die man beim Angeln hat und hat dann noch solche Bonus Aktionen, die man ausspielen kann, um da noch ein bisschen besser zu werden, auch bestimmte Fische zu sammeln, weil es da auch, glaube ich, um Set Collection geht. Und ich fand das irgendwie ganz spannend. Geht auch im Solo-Modus, habe ich auch gesehen. Das ist quasi so eine Art Tournament, das man da macht. Und hat mich fasziniert. Und mal das ein unverbrauchtes Thema auch, würde ich mal sagen. Du solltest den Autor auch von einem anderen Spiel, was du sehr kennst und was morgen dann in deiner Top 100 auftauchen wird. Ha! Spoiler! Ja. Kennen. Genau. Ja, genau. Yeah. So weit, so gut. Der Spoiler für morgen. Titel. Nächster Nummer Titel, 10 schon. Jetzt. Nee, 9. Pass mal auf. Wieder was zum Gewicht heben. Fuji Koro Deluxe. Ein Spiel von Game Brewer, die ja normal immer coole Sachen machen und dann hört man immer, ja, das ist aber blöd. Und dann denkt man sich, ja, super, jetzt habe ich es schon daheim. Okay. Hat auch ewig gebraucht, bis es ankam, vor allem die deutsche Version. Da gab es ja irgendwelche Probleme, keine Ahnung. Und ich habe halt die Deluxe Edition geholt. Und super geiles Material. Also materialtechnisch kann man da nicht meckern. Aber ja, um was geht es? Wir sind, glaube ich, Drachenjäger
und wollen auf jeden Fall in Fuji eben nach vorne strömen. Und das Interessante ist, dass es quasi dieses, ja, so ein bisschen Minecraft-Mentalität, dass man quasi sich sein Schwert, seine Rüstung aus so kleinen Würfeln zusammenbaut, die dann auf sein Tableau legt und dann quasi mit dem Vorteile hat. Ja, also dass man, es gibt auch so Schuhe, mit denen man durch Lava laufen kann, und dann gibt es halt die Lava, die sich dann so ausbreitet, und dann kämpft man natürlich mit so einem coolen, da gibt es so eine coole Leiste, ich weiß gar nicht genau, die funktioniert, die, wenn man gegen den Drachen kämpft, das sah irgendwie echt super cool aus. Ich benutze zu viel cool. Und ja, aber dieses Ganze, ja, das ist okay, aber es ist halt so viel Material und für das Spiel ist es halt so okay, das Spiel, und lieber was anderes. Und dann ist mir immer so, ja, und jetzt? Aber ich will das definitiv spielen, bevor es wegkommt oder auch bleibt. Ja, also, ja. Also das finde ich generell, ich habe es gesehen, wo es auf Kickstarter war, und das ist, finde ich, momentan eh so ein bisschen ein Problem an Kickstarter, dass viele Spiele einfach mit der Optik und mit Material reizen, und das schaut wunderschön aus. Also auch das Design ist cool, das Spielbrett ist schön, die ganzen Extras, die du dazu kriegst, und dann sind es halt, ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel ist, aber dann sind es halt oft auch irgendwelche so mittelmäßige Spiele, oder du hast auch gar kein richtiges Spielkonzept dahinter oder sowas. Das ist ja jetzt zum Beispiel auch bei ISS Vanguard, das ist ein riesen Fragezeichen, ist es überhaupt ein cooles Spiel oder nicht? Also ich finde den Trend irgendwie ein bisschen kacke, tatsächlich. Für den Preis ist halt okay nicht in Ordnung, man hat, gibt da so viel Geld für Deluxe auch aus, wenn man es will, ne? Und ich mache das halt gern, aber wenn das Spiel halt so lala ist, ja, oder halt, ja, so Mensch, ärgere ich nicht einfach nur, und du denkst, ja, dann habe ich so ein riesen Material da, ist halt so die Frage, ne? Und Gamebrewer, die ganzen Spiele, die sie gemacht haben, waren ja immer ganz cool und auch gut bewertet. Schon. Und das hier, da bin ich einmal dabei, und dann wird es so meistens schlecht aufgenommen. Aber ja, erst probieren. Aber es hat auch eine 7er-Wertung. Wobei bei Kickstartern ist es ja oft so, dass dann die viel Geld reingeschmissen haben, einfach die Wertung nach oben treiben. Also, das ist richtig, ja. Irgendwann wirst du es auf alle Fälle mal spielen, und dann sag mir Bescheid, ich bin neugierig. Genau. Ich weiß, ich habe eine Stimme, aber die hängt gerade schon woanders. Es geht auch so, ne? 1 bis 6 ist auf jeden Fall das Spiel. Also. Sehr gut. Ja, so. Nächster Titel. Auch günstig geschossen. Liftoff. Ja, warum kickt mich das? Schnäppchen Dennis. Auch Optik, ne? Ich meine, wer hier gerne, ne, Benny? Lieblingsspiel? PC? Oder was heißt Lieblingsspiel? An was erinnert dich das? 50er Aber Jahre. Was erinnert mich das? Fallout. Ja, Fallout. Yeah! So ein bisschen vom. Ja, hier sieht man auch die Charaktere so ein bisschen. Ja, okay. Ja, Pip-Boy-Style, sag ich mal. Genau. Und ja, es geht darum auch ein Rennen natürlich. Ne? 1950, 1960, Rennen alles im vollen Gange. Und man versucht natürlich Aufträge zu erfüllen, die Rakete zu bauen, die dann auch solche Upgrades, hier sieht man es vorne, solche Upgrades seitlich quasi macht. Und generell ist es, glaube ich, auch wieder ein bisschen Set Collection. Ich habe irgendwie sehr viel Set Collection. Aber man versucht, wie gesagt, die Aufträge, die Rakete ins All zu schießen und versucht an der rumzubasteln. Und ich fand halt die Thematik ganz cool. Und das ist halt diese Optik halt auch, ne? Ich meine, Optik ist natürlich nicht alles, Spiel muss gut sein. Aber ja, das habe ich damals schon auf der Messe auf dem Tisch gesehen, gedacht, wow, das ist ja irgendwie cool. Und dann will man das ja so aufbauen, die Aufträge, wie das aussieht. Und hat mich fasziniert, ja. Und jetzt habe ich halt mal geschossen. Von Hans in Glück und Jörn Wandersteen. 2 bis 4 Spieler. Ja, ich habe den Prototypen gespielt. Ich habe tatsächlich nie gespielt. Genau. Benny, hau rein. Du erst, ich wollte gerade sagen, ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich habe den Prototypen gespielt, weil Hans und Glück ist ja hier in München. Ist auf alle Fälle ein solides Spiel. Mich hat es total überrascht, dass sowas von Hans im Glück rauskommt, weil das ist ja sehr, sehr untypisch für Hans im Glück. Und es hat tatsächlich auch ein paar ganz coole Mechanismen. Also das Set Collecten, was du gemeint hast, du suchst ja quasi deine Experten zusammen, die dann deine Aktionen im Endeffekt verbessern. Was mich... wie gesagt, es war mal der Prototyp, von daher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es gab auch noch eine Raumstation, an der man gemeinsam bauen konnte oder irgendwie sowas. Ja, stimmt, in der Mitte. Genau, das baut man dann so aus. Am Anfang ist es so eine Rakete, dann wird so ein Bobbel dran. Genau, und dann genau. Ja, ja, so, ja, ja. Hab ich, ja. Ja, ja.
Also das fertige Spiel habe ich noch nicht gespielt, aber der Prototyp hat auf alle Fälle schon Laune gemacht. Cool. Ja, dann klingt das doch schon mal nicht so schlecht, ne? Um das mal in Angriff zu nehmen. Gott, ich habe ja gar keinen Platz. Zu den vielen Spielen, die leider untergehen. Und wo man kurzzeitig was davon hört und dann leider nichts mehr davon gehört hat. Genau, das Gefühl hatte ich nämlich auch. Das ist, ja, genau. Haben leider viele Spiele das Problem. Aber vielleicht hat dein nächstes nicht. Glaube ich nicht. Das kennt wahrscheinlich gar keiner. War tatsächlich ein Wundertütentitel und zwar Maestro Leonardo von Abacus-Spiele. Ist auch ultra alt. Man erkennt es auch so ein bisschen am Design. Das ist so ein bisschen Alea-typisch, ja, so ein bisschen oldschool und von wann ist denn das hier? 2006. Ja, also das war halt Ramsch-Wundertüte, ne? Aber was mich fasziniert hat, als ich das so durchgelesen habe, wie das funktioniert, man ist natürlich Maestro Leonardo, beziehungsweise Erfinder, versucht natürlich verschiedene Erfindungen zu bekommen, versucht sich vorzubereiten, seine Worker zu platzieren, damit man die Ressourcen bekommt, um diese Erfindungen fertigzustellen. Ja, hat mich irgendwie an Tricerion erinnert, oder Rokugo sogar. Wahrscheinlich ist das der Vorgänger davon. Ich weiß nicht. So diese Elemente, eben weil ich diese anderen Spiele schon gespielt habe, dachte ich, okay, wenn das hier auch schon drin war, will ich das einfach mal aus Neugier spielen. Aber bisher noch nicht dazu gekommen. Also für alle, die es auf Boardgame Geek suchen, ihr findet es unter Leonardo da Vinci und nicht richtig. Maestro Leonardo. Ja. Scheint ja aber mit einem Weight von 3,19 zumindest nicht ganz so leicht zu sein und wäre ja deswegen schon zumindest mal für uns, ich sage jetzt mal Vielspieler, doch nicht ganz uninteressant. Mhm. Das heißt, vielleicht doch mal auch vom Thema her auch einen Blick wert. Eben, weil ich halt dieses, ich baue Maschinen, versuche Ressourcen, mache meine Worker raus, also auch so, was man auf dem Board macht, wer sich wohin stellen kann, das hat mich sofort an Tricerion erinnert, keine Ahnung. Und deswegen habe ich gedacht, das geht nicht aus dem Haus, bevor ich das gespielt habe. Es ist halt nur einfach wahnsinnig hässlich, gell? Ja. Ja. Naja, sagen wir mal hässlich. Ich finde, es sieht ein bisschen rustikal aus. Aber teilweise tatsächlich hässlich, ja. Du nimmst das Material von Fujikoro und probierst es damit. Ich glaube, das Problem ist teilweise einfach, dass die Spiele nicht unbedingt designtechnisch der Zeit, in der sie spielen, angepasst ist. Wenn ich jetzt Lift Off angucke, das wäre auch nicht unbedingt mein bevorzugter Zeichenstil oder Grafikstil. Stimmt. Aber es passt zum Spiel. Es passt genau zu diesem Zeitraum. Und wenn ich jetzt dieses Leonardo da Vinci nehme, dann finde ich es dafür fast ein bisschen altbacken und langweilig, aber wieder nicht historisch passend genug. Und ja, das ist wieder so dieses, es matcht nicht so ganz. Vor allem diese Kärtchen, wo man dann diese Erfindungen aufbaut, der Reihe nach, das sieht aus, als hätte jemand in Excel erstellt und dann einfach ausgedruckt und hingelegt. Also es ist halt mehr Mühe geben können. Ja. Genau, es ist halt auch aus einer Zeit, wo vielleicht auch da noch nicht so viel Geld da war. Ich vermute mal, wenn es heute rauskommen würde, dann wäre es ein Kickstarter. Also vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwie so ein Hobbyprojekt gewesen von denen. Es ist ja auch jetzt von dem Verlag, den man, also gut, DV Giochi ist schon bekannter, aber der Ursprungsverlag, keine Ahnung, noch nie gehört. Abacus, ja, stimmt. Nee, also der Ursprungsverlag, ja. Ach so, Ursprungs, ja. Genau. Ja. Ja, als nächstes haben wir Medieval Realms. Das haben wir auch mal auf der Messe quasi mitgenommen und kam er falsch. Das ist auch so ein Spiel. Was ich ganz cool finde, ist dieses, dass man hier auf seinem Board quasi so einen Bereich hat, immer hinter dem Sichtschirm, seine Generäle platziert. Und das Coole ist daran, dass es quasi dieses Feel-Good-Prinzip. Also man kriegt definitiv was, aber es könnte sein, dass man noch was Zusätzliches bekommt. Aber wenn sich dann die Generäle hier bekriegen, dann kriegt man halt nicht so viel. Ja? Aber was man bekommt, ist da vorne so ein bisschen und versucht dann, diese Karten hier aus dieser Auslage sozusagen zu erhalten. Und jede Karte hat dann irgendwelche Fähigkeiten. Ja, bei manchen gibt es auch wieder Beat-Mechanismus, lustigerweise. Oder bei einem ist man, wer das meiste von dem hat. Oder also die Karten haben halt, wie gesagt, bestimmte Funktionen. Und man sieht es auch hier. Und je nachdem, welche Farben man hat. Und man kann aber vorne immer sehen, wie viele Ressourcen jeder besitzt. Also das ist nur, was man als nächstes sich holt. Ist quasi hinter dem Sichtschirm. Und ja, ich fand das so, das Design fand ich echt cool, wobei der Name ein bisschen ist. Aber ja, ich weiß nicht, ob das extrem dieses, was macht dieses Symbol nochmal? Ah ja, aber was macht das jetzt nochmal? Ah, hier kann ich, also dass man da eher so ständig drauf guckt. Aber
es war trotzdem interessant genug, um zu sagen, okay, ich warte noch ein bisschen und guck mal, wie sich's spielt. Ja, und ich weiß aus gut unterrichteten Kreisen, du hast das Spiel schon mehrfach vorbereitet und es kam leider nicht auf den Spieletisch, obwohl du die Regeln vorbereitet hattest. Ja. Ja, ja, das ist ja fast schon das gleiche, das frischte das gleiche Dasein wie mein Yokohama. Ja, furchtbar. Also bei deiner Liste habe ich echt, ich habe echt eine schlechte Quote bei deiner Liste, weil bisher habe ich ein Spiel selber gespielt. Oh, okay. Soll ich dir was sagen, Flo? Ich keins davon. Okay. Tja, so ist es. Ja, da merkt man tatsächlich, dass ich viel mit Dennis zusammenspiele. Ich kenne 80% der Spiele oder 70%. Ja. Er überrascht mich eher weniger, außer mit den ganz alten Schinken. Den Rest wusste ich, dass es bei ihm im Regal steht. Stimmt. Aber es war eben dementsprechend, wenn es bei ihm noch nicht auf dem Tisch war, bei mir auch nicht auf dem Tisch. Es sei denn, ich habe es im Regal. Ja, also, das gab es bislang noch keins. So, komm. Als nächstes: Reigns of Council. Ist auch vor kurzem eingetroffen, ein Kickstarter natürlich wieder, der ein super schönes Magnet-Dingsbums hat. Und ja, es geht darum, dass wir so ein bisschen wie King's Dilemma, nur halt in Party-Version, man versucht quasi den König zu überzeugen, dass man seine Karte nehmen sollte. Ja? Und auf den Karten gibt es quasi immer hier hinten sozusagen drauf, wie sich der Meter hier verändern wird, ja, ob nach auf die gute Seite oder auf die schlechte Seite. Und der König weiß aber nur hier vorne, zum Beispiel, da ist ein Punkt auf Kreuz. Das heißt, ist irgendwann, vielleicht werden Leute sterben. Man muss sich dann so ein bisschen eine Geschichte ausdenken. Ja, aber Sie wissen ja, Herr König, unsere Leute sterben, aber sie sind ja im Krieg und wollen dafür viel Geld. Und, also irgendwie so, nämlich Geschichten quasi so ein bisschen dem König schmackhaft machen. Das fand ich irgendwie so erfrischend, dass es so ein bisschen Rollenspiel-Element hat, aber doch eher so Unterhaltung pur auf die Art bringt. Und was halt cool ist, am Schluss kann man dann sehen, wenn die Leiste komplett in eine Richtung geht, ist der König gefallen. Und dann hat jeder seine persönliche Karte, bei der man quasi sehen kann, ob er gewonnen hat oder nicht, oder wie viel Ehre er bekommt, oder ich weiß gar nicht, was man da genau bekommt. Und ob man das erfüllt hat, weil je nachdem, wo man auf der Leiste ist, bekommt man halt entsprechend mehr Punkte. Und das fand ich irgendwie originell. Triggert mich jetzt tatsächlich spontan gar nicht. Und es ist wieder Bruno Falduti und Herf Mali von Werewolves und Miller's Hollows und Skull hat er gemacht. Genau, Skull ist ja auch ganz cool. Also King's Dilemma triggert mich sehr. Die Party-Version davon weiß ich nicht. Tatsächlich. Das ist, glaube ich, es geht dann mehr so, dass man den König quasi überzeugen muss, die Karten zu bekommen, sage ich jetzt mal. Genau, also ich glaube, in der richtigen Runde mega cool, wenn du Leute hast, die gerne erzählen und sich auch gerne irgendwie so ein bisschen darstellen, dann ist es bestimmt ein mega cooles Spiel mit der richtigen Gruppe, ja. Ich denke auch, ja. Ja, nächster Titel. Ja, achso, mach. Nee, alles gut, ja. Mach weiter. Roman Roll, beziehungsweise Roma et Alea. Schlägt in die gleiche Kerbe wie Fujikoro Deluxe. Ja? Hab gedacht, hey, das ist eine coole Idee. Ein Roll-and-Ride-Kennerspiel, Schwerkraft, ja? Von David Turzi, Nick Shaw. Alles super, passt alles. Ja. Und dann ist es halt, hört man dann immer, ja, wieso hat man das als Roll-and-Ride gemacht? Weil das Mal auf dem Tableau ist irgendwie doof und bla und keine Ahnung. Also generell geht es darum, dass man versucht, Rom zu erobern oder neu zu bebauen. Das heißt, man würfelt dann, nutzt von den Würfeln die Symbole und kann dann dementsprechend die Tetris-artigen Gebäude sozusagen da reinbauen, versucht dann hier unten Straßen zu erhalten, zu bauen und so weiter und so fort. Ja, an sich fand ich es interessant, dass man mal ein bisschen wieder ein komplexeres Roll-and-Ride hat. Aber ja, ob das dann letztendlich noch gut ist, und da gab es ja letztens die Gladiatoren-Erweiterung beim Kickstarter, habe ich nicht mitgemacht, weil ich bin nicht so richtig überzeugt, aber ich will erst, wie gesagt, hier auch erstmal spielen, ob es passt. Genau, ich hatte auch auf dem Schirm, dass es da gerade einen Kickstarter dazu gibt. Das Spiel habe ich aber auch, das ist auch voll an mir vorbeigegangen. Mhm. Das heißt auch auf Englisch Rome and Roll, also das ein bisschen verwechseln. Gefahr. Ja. Das Spiel, das eigentlich hätte ein Brettspiel werden sollen. Und das ist so das Gegenbeispiel zu Roma et Alea ist quasi Mein Königreich für ein Pferd. Das Brettspiel, das man hätte auch als
wie soll ich sagen, als Roland Wright letztendlich umsetzen können. Mhm. Aber da hat Moritz Schuster gesagt, es war viel zu viel Wischerei und viel zu unübersichtlich. Mhm. Und ich glaube, das Problem könnte Roma et Alea ja auch ein Stück weit haben, dass die Übersichtlichkeit leidet, weil das ist das, was man immer wieder hört. Ah, so unübersichtlich, ah, das braucht man nicht als Roland Wright. Ja, genau. Ja, vielleicht hat sich da der Verlag einfach keinen Gefallen damit getan. Aber es ist halt auch... Ja. Das ist eine spannende Frage. Also Roland Wright für Kenner oder für Experten finde ich sehr, sehr reizvoll. Ist cool. Aber es ist die Frage, ob sich das nicht vielleicht irgendwie beißt. Ich weiß, Fleet the Dice Game habe ich noch nicht gespielt. Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt Fleet rannehme, Fleet ist das Paradebeispiel. Es ist super übersichtlich, es ist schnell erklärt und hat trotzdem aber diese Entscheidungen, die nicht gerade banal sind. Was lasse ich jetzt den anderen? Mache ich vielleicht den Hate-Pick, weil ich jemand anderem nicht die Möglichkeit geben möchte, jetzt beim nächsten Mal Fischen nochmal irgendwie hier fetten seinen zusätzlichen Kahn reinzubringen, obwohl es mir vielleicht in dem Moment weniger bringt, aber so ist es besser für mich. Und genau diese Momente macht zum Beispiel ein Fleet the Dice Game aus und da passt alles. Da braucht man nicht irgendwie episch viel sonstiges drumherum. Ich mir mal kurz so ein Board anguckt, da hat man halt viel stehen auch als Charakter. Ne? Das ist halt so dieses, wo man halt verschiedene Berater und so aktivieren kann und Zusatzzeug. Also da steht natürlich auch noch mögliches Zeug. Das ist materialtechnisch eigentlich ganz cool, wobei die Farben ein bisschen komisch sind. Aber ja, ich weiß nicht, ob das halt dann für so ein komplexes Spiel dann irgendwie nicht so richtig taugt, dieses Roll-and-Write-Prinzip mit wischbarem Zeug. Ne? Vielleicht wäre Papier besser gewesen, auch wenn es umweltfreundlicher ist, aber ja, keine Ahnung. Oder irgendein ganz anderes Konzept, genau. Das ist einfach nicht leicht. Ja, als nächstes ein alter Klassiker. Jetzt kommt's. Schatten über Camelot. Oh, das Spiel, das nice. Ich super bei eBay Kleinanzeigen mir geschossen habe, sozusagen. In einem guten Preis, guter Zustand. Das ist eines der ersten kooperativen Spiele, die einen Verräter mit drin hatten, so wie ich das vernommen habe. Aber es doch ganz gut machen und man baut halt hier in diesen verschiedenen Bereichen quasi. Man kann den Gral versuchen zu bekommen, dann glaube ich hier gegen die Ritter dann die Verteidigung hier aufbauen. Dann mit der Tafelrunde ist hier irgendwas. Also man hat verschiedene kleine Minigames, würde ich es fast mal sagen, und versucht halt kooperativ, außer vielleicht einer ist der Verräter, man weiß es nicht, in Camelot Sachen zu machen. Aber ich höre... Hat es schon jemand gespielt? Ja, cooles Spiel. Ist bei mir auch im Schrank. Ich habe es noch nicht viel genug gespielt, also ich glaube, wir haben auch nur einmal mit Verräter gespielt. Das kannst du ja, glaube ich, auch aussuchen, ob du mit oder ohne Verräter spielst. Ja, genau. Wenn du den einfach rauslässt. Genau. Und ich glaube, wir haben es einmal mit Verräter probiert. Es ist ja auch schon ein bisschen älter. Das heißt, wir haben es tatsächlich auch gespielt, wo es relativ frisch noch war. Ja. Und da hat es uns vielleicht am Anfang auch noch ein bisschen überfordert. Also es war, glaube ich, sogar noch vor meiner jetzt aktiven Brettspielzeit, aber es ist auf alle Fälle ein sehr, sehr cooles Spiel und Days of Wonder macht ja immer, also auch opulente Spiele. Ja, cool. 2005 ist auch out of print, deswegen war ich sehr froh, diese Version zu bekommen. Ja. Ja, das ist auf alle Fälle ein geiles Spiel. Voting, ab 3 Spielern empfohlen, lieber ab 4 oder ab 5. Ja. Also aktueller Zeit eher schwerer Titel. Schwierig, ja. Schade eigentlich. Aber ja, bin auch froh, dass ich das habe und muss auch gucken, ob es auch gerecht für den Ganzen. Aber ich glaube schon, ja. So, dann nächstes wieder so ein Titel, der so zwiegespalten ist. Das habe ich ja meistens, ne? Immer diese Kickstarter, die blöd sind und dann doch gut, ich weiß es nicht. Stygian Society. Den Titel, den man nicht aussprechen kann vielleicht. Oder The Stygian Society. Da ist ja quasi das Gimmick oder das Herzstück dieser Turm. Ja? Das heißt, man versucht sozusagen diese Figur nach oben an den Turm zu bringen, aber eigentlich geht es darum, dass man kooperativ versucht, Kreaturen zu bekämpfen und man schmeißt dann quasi oben entsprechend, was die Kreaturen halt erlauben und was man als Kampfkraft hat, Würfel hier oben rein und dann sind halt klar solche Bereiche, wo die Würfel stecken bleiben und dann kommen welche rausgeflogen und je nachdem, was da halt eben rausfliegt, kann man quasi dann den Kampf ausführen. Und das kann man natürlich so ein bisschen bestimmen, weil man vorher ja die Würfel bestimmt, welche man da reinwerfen möchte. Je nachdem, was man halt eben kann als Power. Und ja, das hat mich irgendwie fasziniert. Weiß nicht, fand ich irgendwann ganz cool. Und auch das, ja, wieder das Outfit so ein bisschen, dieses comichafte, was ist denn das für eine Zeit? Ich weiß gar nicht, steht hier gar keine Zeit drauf, wann das spielt, aber man sieht es ja so ein bisschen, Ja, so 3 Musketiere, D'Artagnan, irgendwie so in der Zeit, oder? So ein bisschen, ja. Optik der Schachtel, wieder super cool. Spielmaterial, Also, aber auch nicht, war es auch ein Kickstarter? Ja, war auch ein Kickstarter. Ah, okay. Ja.
Nee. Und ich denke, es gab anscheinend so ein schwarzes Loch bei Kickstarter, wo ich eine Zeit lang einfach alles verpasst habe. Man weiß ja nicht, vielleicht ist es ja gut oder auch nicht. Aber ja, ich glaube, Benny, du hast mal gesagt, oh, das klang ganz interessant, aber man hat auch gesehen, dass der Turm, wenn man einen Tisch dran stoßt, was zusammenfallen kann oder was rauspuzzeln kann. Gut, ich glaube, so extrem ist es jetzt, denke ich, nicht, aber ob das System halt interessant genug ist, um halt den Arm zu füllen, weiß ich nicht. Ja. Genau, oder ob es nur ein Gimmick ist. Mein Kevin Wilson, ja, jetzt müsste ich wieder nachgucken. Gut informiert, muss ich rausschneiden. Was hat denn der noch gemacht? Descent, Cosmic Encounter, Fury of Dracula. Richtig, genau, Descent, ja, ja. Genau. Genau, also Kevin Wilson, Descent, ja, also ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt auch, ne? Ja, ja. Aber, ja, gut. Schauen wir mal. Dann, oh ja, das jetzt kommt das, das größte Ding. Noch größer? Noch größer. Ich weiß es schon. Ah, okay. Ah, alles klar. Tidal Blades. Genau. Da stellt sich mir immer die Frage, wieso muss man solche Schachteln machen? Warum kann man das nicht in einer Squarebox machen? Oder zwei Squareboxen, keine Ahnung. Also das ist hier die 16:9 Spieleschachtel. Auffallen um jeden Preis. Richtig. Aber es ist halt einfach ist schön, weißt du, so ein ja. Cover in your face, das ist schon geil. Das ist richtig, wichtig. Das also, ist halt mega cool. Ja. Auch Part 1, ich glaube Part 2 soll ein Rollenspiel werden, was auch in diesem Universum spielt und es ist von Tim Eisner. Tim und Ben Eisner und Mr. Cuddington. Das heißt, die haben auch die ganzen Grimm-Sachen gemacht oder Grimm, wie heißt's? Heute bin ich echt gut informiert. Grimmswälder, genau. Ja, ja und March of the Ants haben sie auch gemacht. Ja, richtig, das auch. Ja. Und ja, es geht halt darum, dass wir quasi in einem Tournament sind, wo wir quasi versuchen müssen, ja, der Beste natürlich zu sein. Fast Pokémon hier. Nein, aber man versucht mit einem coolen Würfelmechanismus seine Scheiben hier nach oben zu bekommen, also seine Werte. Das heißt, hier kriegt man halt mehr Würfel, kann mehr Karten bekämpfen und so weiter und so fort. Und es gibt halt diese Orte, an denen man sich hinstellen kann, die Ressourcen bekommt etc. Und natürlich greift auch eine riesige Kreatur die Stadt an, versucht dieses Rennen zu unterbrechen und alle versuchen dann natürlich diese Monster zu töten. Und aber generell möchte natürlich jeder der Beste sein. Und ich finde dieses, wie man diese Würfel bekommt, dass man quasi erstmal solche Novice-Dice quasi hat und dann die versucht, die Master-Dice zu verbessern, dass die halt bessere Würfel machen und dann diese ganzen Challenges an den Orten zu schaffen. Und das ist echt super cool. Und es ist halt eher auch eine leichtere Schiene, sage ich mal. Aber es geht darum einfach um Chuck-Dice, ne? Würfel würfeln und Spaß haben und ja, genau. Was ich allerdings blöd finde, dass es heißt, man sollte es nicht mehr als mit drei Leuten spielen, obwohl das 2 bis 5 geht. Aber ja. Passt doch. Genau. Aktuell ist eh nicht mehr drin. Ist nicht mehr drin, ja. Genau, Corona-Edition, genau. Aber ja, genau. Design, Material natürlich, na ja, gut, Deluxe Edition ist richtig, richtig cool. Also, und der Arm tut weh. Ja, also Teil genau. Richtig schön, aber bei den Würfeln hast du mich dann verloren. Also Würfel, Dice-Jugging, Dice-Throwing, mich raus. Ja, das ich mir fast könnte gedacht. Was eher für mich wieder sein. Ja, genau. Ich bin ja doch eher der Würfler. Jetzt kommt eher was... Nur noch drei. Ja, was Ungewöhnliches. Und zwar... Universal Rule. Das ist süß. Das ist jetzt quasi die Print-and-Play-Variante. Ich habe es aber trotzdem mit reingemacht, weil das ist von Button Shy. Die haben auch Sprawlopolis gemacht und jetzt Oracle, The Wagons, also alles, was jetzt bei Frosted Games so ein bisschen kommt. Und das Ding ist quasi ein 4X-Game mit 17 Karten. Also, man hat quasi diese Planeten und man kann die halt verbessern. Dann dreht man die quasi um, hat Kampfstärke, man kann quasi Karten ausspielen, kann Ressourcen erhalten, Leute auch angreifen, wenn Angriff gemacht hat, kriegt diese Offensive-Karte, hat gleich mal 6 Punkte. Ja, und ich finde das System eigentlich ganz cool gemacht und habe es aber bisher auch 3 bis 5 Spieler. Ne? Also ich habe es mir fertig gekickstartet, fertig ausgedruckt, laminiert, super High Quality alles, aber es ist noch nicht dazu gekommen. Ja. Cool. Interessant. Lustig, ja. Ja, ja. Amüsant, ja. Mit sowas hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, tatsächlich. Okay. Ist quasi ein 4X-Taschenspiel. Ja. So, ja. Dann haben wir etwas, das nicht weniger skurril ist, von TL Games.
War for Chicken Island. Das klingt schon so bescheuert, wie es auch ist, ja. Also es ist ein, ja, ein Brawler eigentlich, oder wie man es nennt, dass man sich quasi gegenseitig versucht zu bombardieren und seine Chicken-Armeen sozusagen nach vorne bringt, den Gegner platt macht und man kann dann halt diese bestimmten Mechs, sage ich mal, anheuern und dann halt Kanonen positionieren und hat dann auch, tja Flo, Würfel drin, wobei man würfelt die aber und hat dann die Auswahl, was man mit dem machen kann, kann dann nachwürfeln und sie umändern, also da ist das Glück vielleicht nicht ganz so extrem, aber ja, es ist ein Wargame. Nur mit also per se habe ich ja nichts gegen Würfel, die haben ja auch ihre Berechtigung, aber wenn es halt primär um Würfeln geht, genau. Aber da hat es mal ein Unboxing gemacht, oder? Ja, genau. Ja, da habe ich gesehen. Ja, da sind einige Spiele geunboxed worden. Ja. 30 Minuten. Können wir direkt alle verlinken. 30 Minuten, ein bis vier Spieler, weiß ich nicht. Also ist das, glaube ich, auch ein, ich meine, dass es ein spanischer Verlag ist. Oder zumindest gab es sehr viele Videos mit, wie die das spielen bei Drago Studios. Ja, also es klang auf jeden Fall. Also 30 Minuten wäre super. Wenn das 30 Minuten sind, ist das cool. So ein kleiner, schneller Zock zwischendrin. Skirmisher haben sie es, glaube ich, genannt. So. Ja, das ist cool, ja. Ja, ist mal was anderes. So. Mhm. Ja, last but not least. Das letzte Spiel geht in die Kategorie die letzten Dingsbums-Tage von Atlantis. Das ist ein Spiel, das ich nämlich zur gleichen Zeit, glaube ich, geholt habe. Xibalba ist quasi King of Tokyo in Kenner-Variante, würde ich es mal nennen. Deswegen habe ich es behalten, weil man hat ja quasi, es gibt ja so eine gewisse Währung, die man hier aufbaut und dann hat man eben seine Armeen, oder was heißt Armeen, solche Krieger, die baut man hier unten auf, hat dann auch so solche Basen und so, die man bauen kann und in der Mitte sitzt dann immer einer drin, den versucht man halt, ne, zu zerstören, damit man selber dort in die Basis reinkommt. Aber es ist halt dieses Prinzip, dass man sich neue Karten quasi anschafft, sozusagen die seine Soldaten stärker macht oder bessere Soldaten und halt eben Bonusse bekommt, indem man halt diese Special-Sachen sich dahin baut etc. Und man muss halt immer gucken mit den Ressourcen und so weiter und so fort. Also, und es ist halt so Dieselpunk, nennt sich das. A Cards and Dice Game Set in an Inter-Apokalyptic Dieselpunk World. Ja, das ist für mich eher Steampunk, keine Ahnung. Fand ich interessant. Also ich weiß nur, dass es relativ lang rausgeramscht haben auch, gell? Mhm. Ja, ich habe auch die Erweiterung gleich mitbestellt mit Generals und ja, allem. Ja, genau, alles zusammen. Ja, Ist auch Heidelberg Voodoo Games. Ja. Und ja, wie gesagt, mich hat das getriggert mit, es klingt wie King of Tokyo, nur halt in ein bisschen. Also ich kenne auch keinen, der das gespielt hat. Keiner in meinem Freundeskreis hat dieses Spiel gespielt. Ja. Gibt es überhaupt irgendwen, der das gespielt hat? Ja, geht mir genauso. Ja. Aber mich hat die Optik total fasziniert. Und als ich es dann gelesen habe, gedacht, oh, das klingt wie King of Tokyo, dann bin ich dabei. Ja. Aber gespielt habe ich es halt noch nicht. Gut, sind auch englische Karten, muss man halt immer abwägen, aber ja. So, wie viele Stimmen haben wir jetzt? Wie viele Spiele dürfen wir uns aussuchen von dir? Sag bloß, du hast ein paar. Also mich würde schon einiges interessieren, jetzt, ja. Ja. Wobei ich muss jetzt sagen, King of Tokyo in einer komplexeren Variante weiß ich nicht unbedingt, ob ich da jetzt direkt Fan von werde. Die Frage natürlich auch, ob Player Elimination mit enthalten ist, weil das ist tatsächlich bei King of Tokyo mein Hauptproblem, was ich habe. Weil du hast diese Ressource, die du versuchst nach oben zu bringen, aber die wird, glaube ich, gleichzeitig verwendet, um die Karten zu kaufen. Das heißt, du musst immer gucken, dass du da nach oben kommst und du kannst, glaube ich, meiner Meinung nach keinen zerstören. Mhm. Also das ist wirklich dieses Punktesammeln, indem du halt möglichst da drin bleibst oder halt die Angriffe machst. Und ja, und du kannst auch immer nur die oberste nutzen. Ne? Also du kannst Karten kaufen, aber es geht immer nur die oberste und dann darfst du, ja, das ist, ich fand es irgendwie ganz, ganz cool. Okay. Ja, jetzt habt ihr viel von mir Input bekommen und bei manchen muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr zeigen, damit man einen besseren Eindruck noch bekommt, aber... Ja, da hat sich doch einiges angesammelt bei dir. Gerade die Kickstarter-Dichte ist doch überraschend hoch, muss aber ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es war Hälfte. Ja, aber das überrascht mich beim Dennis jetzt nicht wirklich. Nee, nicht überraschend. Das überraschend ist eher, dass du sie schon... nicht kennst. Ja. Ja, Flo, dann mach doch du mal den Anfang. Du hast relativ früh schon gesagt, ich habe schon eins auf meiner Liste. Also mich hat ja tatsächlich am meisten Call to Adventure angelacht.
Auch wo du dann gesagt hast, dass man es kooperativ spielen kann, dass man es im Endeffekt gegen das Spiel spielen kann, was das dann ja auch trotzdem kooperativ ist. Die Optik finde ich mega cool und vor allem bin ich auf die Mechanik gespannt. Also ich würde mir wünschen, dass du bitte Call to Adventure spielst. Das ist eine gute Wahl, ja. War nicht schlecht. Finde ich gut, vor allem, weil ich ja bestimmt einer von Dennis' Probanden sein werde. Richtig, ja. Insofern gefällt mir die Wahl tatsächlich sehr gut, weil es auch einer der Titel wäre, die mich interessieren würden. Mhm. Ich tue mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer in der Entscheidung. Interessieren würden mich tatsächlich Freshwaterfly, wobei mich auch Liftoff interessiert. Nicht, weil mich das Weltraumthema interessiert, sondern eigentlich eher, weil mich interessiert, warum das Spiel so sang- und klanglos wieder verschwunden ist. Mhm. Aber ich entscheide mich für was ganz anderes und Dennis muss diese unförmige Packung, die wahrscheinlich längste Packung, die es gibt als Brettspiel, transportieren, und zwar Tidal Blades. Ach du grüne Neune, okay. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, aber geil. Hab ich dich wenigstens damit überrascht. Wow, mega. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte echt, dass du jetzt Liftoff oder eins von den beiden nimmst. Cool. Ja, geil. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast jetzt gewisse Sachen in dem Video gesagt hier, die für mich tatsächlich interessant klangen, im Gegensatz zu dem, wie du mir es bislang angepriesen hast. Und genau das bisschen hat jetzt dann doch den Ausschlag gegeben, warum ich sage, ja doch, lass mal angucken. Okay. Cool. Also eigentlich ist das ja total unfair, weil Benny kann sich Spiele raussuchen, die er auch selber gerne spielen würde, ja. Und ich sitze hier in München. Oh Mann, das finde ich voll kacke. Müssen wir Remote spielen. Ja, genau. Ja, cool, genau, geil. Also, ja, freue ich mich. Wir finden eine Möglichkeit, wie wir mit dir zusammen Remote spielen. Ja. Das heißt dann Call to Tidal Blades. Sehr schön. Genau. Ja, und in absehbarer Zeit ja vielleicht auch mal wieder live. Also ich meine... Ja, stimmt. Es steht ja in Aussicht, genau. Ja, so, und hau rein, Dennis. Ja, jetzt sind unsere Zuschauer wieder dran, oder? Richtig, genau. Wir blenden euch jetzt mal hier alle Titel nochmal ein. Und jetzt liegt es an euch. Schreibt in die Kommentare, was der dritte Titel sein darf. hoffen wir, dass Benny und Flo euch nicht die Hauptfavoriten hier weggenommen haben. Aber ja, gerne auch in die Kommentare irgendwelche. Ob ihr sagt, ja, Fujikoro ist wirklich kacke, kannst du lassen. Ja, das ist vielleicht auch interessant. Ich weiß es nicht, wobei ich werde es eh irgendwie spielen müssen, um mein eigenes Bild zu machen. Aber ich freue mich schon auf eure Votes. Genau, und auflösen darf ich es dann bei der nächsten Folge, oder? In zwei Wochen. Genau, richtig, ja. So ist es. Ja. Sehr cool, Flo sehr hat cool. dann die Ehre, dir ein Spiel zu nennen, ja. Ja. Wunderbar. Damit... Ja. Kommen wir zum Ende. Dann würde ich sagen. Richtig. War cool. Folge Nummer 2. Genau, Folge Nummer 2 ist rum. Wir müssen schneiden. Dass wir unter eine Stunde kommen, ja. Genau, ja. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem alle Spaß und habt auch irgendwas entdeckt, was ihr kennt. Wahrscheinlich vieles auch nicht. und dann würde ich sagen, gern Daumen, Abo da lassen. Genau. In die Kommentare eifrig schreiben. Hashtag POFG, also Pile of Future Glory. Pile of Future Glory. Ja, schön reinschreiben. Hashtag genau. Pile of Future Glory und den Titel. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Genau. Bis zum nächsten Mal und immer schön den Pile of Future Glory reduzieren. Genau. Vielleicht sind Pads drauf. Ciao. Bye, bye. Ciao.